liebe Leute, weiter geht's heute mit der nächsten Mission, der Sequenz Nummer 3, Zuckerrohr und seine Produkte. Und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed. Der Bastard des verstorbenen William Kidd. Immer noch ein Knabe und doch 10-mal teuflischer als sein Vater es war. Schön, dich hier zu sehen, Kenway. Immer noch schick und gemein. Hast du dieses Kostüm von einem Dandy in Havanna? Nein, Sir. Ich habe es von einer Leiche. Einer, die kurz vorher noch herumlief und mir Frechheiten ins Gesicht sagte. Ah. Also, was habe ich da über einen Angriff auf eine Plantage gehört? Kannst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei. Von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeige ich ihn dir. Ich will. Na denn. Gehört diese Plantage einem gewissen Backford? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Genau die Art, die ich gern berabe. Dein Verwalter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute. So, wir müssen also da auch vorne in das Gebiet rein. Da ist er doch. Ja, dann verfolgen wir mal den Kollegen. Es beruhigt mich, das von euch zu hören. Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. Gut, der sitzt eher unwichtig. Halten den Typen mal ein bisschen im Sichtfeld. Das ist schließlich auch unsere Aufgabe. Na dann machen wir mal langsam raus. So laut reden, Sir. Nonsens, Mann. Ich hatte eben ein erfreuliches Gespräch mit einem Burg. Wir haben uns auf alles verstanden. 4 Meilen. Reinen los und anfällig. So, das Ruder der Jackdaw übernehmen. Herzhaft jetzt! Aha! Ich hab noch ein paar Sekunden, um das Ruder zu übernehmen. Geh mal da weg! Ha, Mann! Herzhaft! Herzhaft, ich darf nicht! Nö, du musst anonym werden. Der läuft zwar die Zeit weg, aber du musst anonym werden. Oh. Super. Hab ich also, hat sich ja voll gelohnt. Rennen los und Anker lichten, Burschen. Wir fahren heim.
No, dann lassen wir uns jetzt gerade mal ein bisschen außen vor. Das sind wir jetzt ja anonym. Captain ist am Steuer. Feuer! Captain, du siehst aus wie ein Mann, der an einem... Ja, ich Depp. Ja, das war jetzt einfach nur die falsche Taste gedrückt. Das war jetzt eigentlich nur... Was ist denn heute los, ey? Und ankerlichten Burschen. Jetzt habe ich noch mal dahin. Ich wollte doch nur der Scheißschiff verfolgen. Ah, ich kletter da am besten noch ein bisschen hoch, ist ja kein Problem. Captain hat das Ruder. Feuer! Mann, was ist denn da heute los mit mir? Du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. So, dann muss ich jetzt also noch einmal das ganze Ding machen. Ich hab gerade echt ein bisschen... Ich komme immer wieder auf diese scheiß R2-Taste, dass ich nicht weitermachen kann. Und ankerlichten Burschen, wir fahren heim. Ich will doch eigentlich nur diese Mission machen. Nö, dann nicht. Das so geht nicht. Nein, nein, du musst noch ein bisschen schießen. Na, also nochmal. Captain steuert! Großsegel setzen! Captain, du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. So. Also, verfolgen wir mal das Schiff. Beobachtet, Danny. Ich habe einen von Beckfords Männern großspurig über seine Plantage reden hören. Und all die Waren, die sie dort lagen. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als er. Ah, ein Mann mit Vision. Mir gefällt die Idee. Nehmt die Rahen aus dem Wind! Mehrsegel hoch, aufgehalten! Sperrgebiet! Kennen wir. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Alter, ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie. Wir lassen uns jetzt gerade ein bisschen außen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir ein bisschen rauskommen. Ich gehe mal kurz ein bisschen rüber nach rechts. Nach links weg, damit ich nicht... auffallen. Wir sollten eigentlich im Tunis nicht auffallen. Denn wir gehören ja offiziell nicht her. Ich hoffe, dass wir nicht jetzt... Warte mal, der geht jetzt... Segel setzen! Groß- und Bramsegel! Kriegsschiff in Sicht, Captain! Wir sind sicher, Captain! Royal Navy! Nur das eine Schiff, Captain! Ja, ja, das war jetzt gerade ein bisschen. So, da sind wir jetzt raus aus dem Sichtkegel. Aus dem Sichtkegel, Lichtkegel, wie auch immer. Ich halte mich jetzt gerade mit. Ich fahre mal jetzt quasi seine Route mehr oder weniger hinterher. Wir sehen ihn ja unten auf der Karte immer noch. An die Fallleinen! Holt an! Wo bleibt der Junge mit dem Handwerk?
Sinn. Gut, bisschen weg. So viel Sinn. Der Mann arbeitet für Peter Beckfords Leute. Kennst du gut. sie? Optionales Ziel erreicht. Zuckerimperium? Hi. Die Beckfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Ei. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedet? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so? Auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott. So. Mehr Segel, alle Segel! Soll das ein bisschen verringern? Segel setzen! Okay, sie sind jetzt gelandet. Ja. Wir können jetzt gleich raus aus dem Sperrgebiet kommen. Wir gehen jetzt. Wir machen jetzt hinterher. Nein, nein, keine Sorge. Wir werden jetzt nicht da irgendwann anfangen zu schießen. Topsegel werfen! Topsegel raus aus dem Wind! Es ist riskant, zu nahe zu ankern. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Schlechtes Wetter voraus, Captain! Oh, tschüss. Dann machen wir uns mal. Wir müssen das Ziel da erreichen. Jetzt habe ich das noch nicht mehr gesagt. Du musst ja mit dem. Cat Island. Okay. Wir nehmen uns jetzt gerade mal ein bisschen raus aus der Nummer, indem wir nicht jetzt gerade voll ins Sperrgebiet reinrennen. Dann uns hier hinmachen. Was ist hier geschehen? Warum die Unordnung? Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt genannt. Von Piraten, wenn ich nicht. Obwohl ich jetzt ungewöhnlich groß. Scheiße. Wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Aufmacht trügt. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum. Waren sicher keine Sklavenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen. Und halte verdammt noch mal nach allem Verdächtigen Ausschau. Gut. Warte zumindest mal. Du da oben, schlaf nicht ein, Mann. Du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir. Ich halte meine Augen offen. Ja, alles klar. Gut, den habe ich auch auf dem Schirm, den Kollegen. Jetzt müssen wir weiter. Himmel, Herrgott. Was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du sturzbesoffen bist und nicht geradeaus gehen kannst? Vergib mir, Sir. Ich bin frisch und munter. Und wenn ich etwas Verdächtiges sehe, werde ich umgehend die Glocke läuten. Versprochen. Gut, bleiben wir mal dran an dem Typen.
Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Ist denn keiner nüchtern hier? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! Komm mal her. Wie soll der Schlüsselträger auffüllen? So. Ach, da hinten ist er. Ja, super. Das war jetzt natürlich eine So, machen wir mal da hoch. So. Ich weiß, dass der... Warte mal, geht der jetzt hier hoch, oder was? Kommt der jetzt hier hoch, der Kollege? So, dann haben wir den zumindest auch schon mal raus. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Typen da mit seiner Alarmglocke mal aus dem Rennen nehme. Und wir nehmen die Alarmglocke mal ebenfalls aus dem Rennen. Erledigt. So, was haben wir denn als nächstes? So, wir sollen das Lager ausplündern, was da vorne wäre. Also lassen es erstmal so sein. Wir nehmen. Das sind jetzt zwei, ne? Hey! Alert! Noch hier die Alarmglocke mit raus. So. Alarmglocke 2 von 2 durch. Mein rein theoretisch könnten wir jetzt hier anfangen, ja alles so machen. Aber wir haben ja vorher eine Aufgabe, ne? Geplünderte Beute, Holz, Metall, Stoff, Rum, Zucker. Blub. So, Mission beendet. Haben wir alles? Ja, wir haben eigentlich alles, oder? Genau, wir haben 100%, weil wir nicht die, die Kämpfe haben. Warte mal, da oben ist einer drauf, oder was? Ist das gerade richtig? So. Das wäre natürlich jetzt super gelöst, aber... Wir können
könnten wir was anzünden. Hier wäre noch eine Kiste. So. Gut, was haben wir denn als nächstes noch? Wo ist denn das Ziel? Wo ist denn die Mission? Da. Die angemessene Verteidigung. Das wäre die nächste. Jetzt müsste ich erst noch Gibara oder was? Ah. Gut. Das wäre natürlich sinnvoll, ja. Warte mal, ist das überhaupt die Hauptmission, die nächste? Ja, ist es. Gut, dann fahren wir mal kurz rüber nach Gibara. Dann lassen wir uns gerade mal hier ein bisschen raus aus der Nummer. Und wir machen zurück zum Schiff. Und wir machen jetzt... Großsegel, los geht's! Bringt jeden fetzen Stoff in den Weg! Warte mal. Wir müssen ja jetzt einmal quasi mehr oder weniger rum. Genau. Ups, das war keine Absicht. Und dann machen wir, glaube ich, Feierabend. Wir werden nämlich dann in der nächsten Folge die Mission da vorne weitermachen. Oh, wir haben einen weiteren da drin getan. Geschafft. So, gucken wir uns kurz eben auf die... So, die Hauptmission... Okay. Ach, gehen wir nicht alle auf dem... Steht mir nicht immer blöd alle im Wege. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, ja, Captain im Meer. Aber ich weiß, dass da die Hauptmission ist. Also, ich kann ja eigentlich schon die beiden Punkte, den Punkt Synchro-Punkt haben, damit wir zumindest auch wieder hierher reisen können. Salt Lagoon. Schatzkarte brauche ich jetzt gerade herzlich wenig. Die Mission lassen wir gerade mal außen vor. Und wir müssen ganz kurz mal zu diesem Aussichtspunkt. Ach, hier sind wir um... Da ist der Aussichtspunkt. Warte mal. Ist das hier richtig überhaupt? Eigentlich schon, ne? Ja. Gut. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Hauptmission, die da sich da unten befindet. So, Reiseziel freigeschaltet. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit diesem Teil hier der angemessenen Verteidigung.